Autoschlangen. Vor der kleinen Abtei St. Sixtus, in dem belgischen Ort Westfleteren, bilden sie sich regelmäßig. Im Regen warten die Fahrer darauf, dass die Mönche endlich die Tore öffnen. Denn heute wird Bier verkauft. Das Bier ist sehr stark. Man sollte nicht mehr als zwei oder drei davon trinken. Davon wird man schön entspannt, nicht betrunken, sondern entspannt. Drei Sorten Westfleteren-Bier werden in dem kleinen Kloster gebraut. Die beliebteste heißt Westfleteren 12, ein dunkles Bier mit knapp 11% Alkohol. Serviert wird es ein paar Meter weiter im Klostercafé. Preis pro Flasche 4,50 Euro. Nicht ganz billig. Ich finde es sehr lecker. Ich mag es wirklich sehr gerne. Es ist fruchtig und süß. Wir wollten welches an der Abtei kaufen, aber es ist schwer zu bekommen. Westfleteren schmeckt einfach ganz besonders. Und es ist sehr gemütlich, hier mit Freunden herzukommen. Und ich mag das Bier. Den internationalen Ruhm verdankt das Bier dem Internet. Auf Ranking-Seiten landet die Sorte Westfleteren 12 immer wieder auf Platz 1. Auf dem Parkplatz des Abteikafés Autos aus ganz Europa. Die Fahrer haben sich im Internet erkundigt, welche der drei Sorten heute verkauft wird. Heute ist es Westfleteren 12. Um Punkt 2 Uhr nachmittags öffnet Bruder Michael die Pforte zu seinem Drive-In-Bierverkauf. Nur hier kann man Westfleteren-Bier offiziell kaufen. 38 Euro plus 12 Euro Pfand kostet eine Kiste mit 24 Flaschen. Im Internet wird es schon mal für das Dreifache weiterverkauft, obwohl das ausdrücklich verboten ist. Bruder Michael hat viel zu tun. Seine Kunden sind sehr diszipliniert. Sie wissen warum. Das ist das beste Bier der Welt. Nicht etwa vielleicht das beste Bier, sondern wirklich das beste Bier der Welt. Der Mönch überprüft alle Nummernschilder seiner Kunden. Nur wer vorher bestellt hat, bekommt seinen Kasten. 50 telefonische Reservierungen hat er angenommen. Diesmal haben die Kunden Glück. Sie dürfen bis zu 3 Kästen kaufen. Verkauft wird das, was eben da ist. Das hängt alles von unserem Lager ab. Ich muss in der Brauerei Platz schaffen, also wechselt das Angebot jeden Tag. Bier kaufen in Westfleteren. Ein ganz besonderes Erlebnis. Das will dokumentiert werden. Der US-amerikanische Bierfan Don Lohman lebt in der westdeutschen Stadt Kassel. Für das berühmte Bier ist er mal eben 600 Kilometer mit dem Auto gefahren. Ja, also es ist ein echt bekanntes Bier und ich bin ein Fan bei Bier und ja, ich habe so oft über diese Bier gehört und musste nach einmal hier kommen. So ist mehr die Strecke kommen und ein bisschen Spaß. Die Trappistenmönche vom Kloster St. Sixtus brauen nur so viel, dass sie vom Verkauf leben können. Zuallererst einmal sind wir Mönche. Als ich hierher kam, hat mich Bierbrauen überhaupt nicht interessiert. Ich bin wegen Gott hergekommen und wegen der Gemeinde. Meine Berufung liegt nicht im Bierbrauen, sondern in der Suche nach Gott. Deshalb sollen die Besucher nicht nur Bier kaufen, sondern auch etwas über den Alltag im Kloster erfahren. Im Besucherzentrum der Abtei zeigen Filme, wie die St. Sixtus-Mönche leben. Ihr Tag ist geteilt in Beten und Arbeiten. Seit 160 Jahren wird hier Bier gebraut. Die Rezeptur des Bieres ist seit Jahrzehnten unverändert. Mit vollgepacktem Kofferraum geht es für die Bierfans wieder zurück in ihre Heimatstädte. Für das beste Bier der Welt wollen viele aber wieder nach Westfleteren kommen.